Also gucken wir doch mal. Ich überlege nochmal bei Memento Mori. So, wir haben die Leiche untersucht, haben das untersucht. Ja, mir fällt auch nicht gerade ein, was wir unternehmen können. Ein solides Stück Quarz. Mein Gott, unser Problem liegt hier gerade darin, wie wir zu lösen haben. Memento Mori. Haben wir hier so was wie ein Einsatzbuch? Ich weiß nicht, ob ich da schon mal nachgeguckt habe. Wir müssen hier auf jeden Fall in diesem Raum noch was machen können. Der Tisch ist anwählbar. Bildschirme sind anwählbar. Was sind noch alles anwählbar? Verlassen? Nein, natürlich nicht. Es tut mir gerade leid, aber ich habe mal nachgeguckt in den Lösungen. Boah, ist das wo... Das ist ein ziemlich wichtiger Gegenstand. Der ist so von... Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Ist kompletten Kack, sag ich mal. Sorry, aber das musste jetzt mal gesagt werden. Wer kommt auf diese wunderbare Idee, dass das PDA da wieder hingelegt wird? Ich habe keine Finger ab. Nö, du packst einfach dort mit den Fingern alles an. Haben Sie das Gemälde? Teahan ist tot, Oberst. Und Diaz auch. Der hat sich dazu noch selbst die Augen ausgestochen, bevor er starb. Kontaktieren Sie die britische Polizei und erklären Sie denen alles. Ich bin fertig damit. Ich will nie wieder etwas davon hören. Als Sie mich da hineingezogen haben, war von Toten keine Rede. Gut, gut. Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Was ist dort passiert? Und haben Sie das Gemälde? Schon wieder dieses verdammte Gemälde. Da waren keine Gemälde. Sehen Sie denn nicht, was hier läuft? Reißen Sie sich zusammen, Lara. Sie sind Polizeibeamtin, also verhalten Sie sich auch so. Sagen Sie mir, was passiert ist, und dann werde ich alles Nötige veranlassen. Der Dieb hat versucht, das Bild an Teahan zu verkaufen, und der hat Diaz angeheuert, um die Echtheit zu prüfen. Dann haben die drei sich in Teahans Wohnsitz getroffen. Irgendwelche Kerle sind reingeplatzt, haben Teahan die Kehle durchgeschnitten und dann das Gemälde und den Dieb mitgenommen. Diaz hat sich selbst die Augen ausgestochen. Er starb kurz, nachdem ich ihn fand. Er muss während des Kampfes innere Verletzungen erlitten haben. Mal abgesehen von Diaz, hat Sie sonst noch jemand dort gesehen? Haben Sie irgendwelche Spuren hinterlassen? Das glaube ich nicht. Aber ich bin hier fertig. Ich weigere mich, bei Ihrem Spielchen weiter mitzuspielen. Sie können mir drohen, so viel Sie wollen, aber ich bin raus. Hier sind Menschen zu Tode gekommen, Ostankovich. Für wen zum Teufel halten Sie mich eigentlich, Lara? Glauben Sie denn, ich gehe über Leichen, nur um meinen guten Ruf zu schützen? Gehen Sie zurück nach Lyon und vergessen Sie, was Sie gesehen haben. Ich kümmere mich um den Rest. Und Max? Im Moment rennt er wohl gerade in Petersburg herum und jagt Gespenster mit Kapuzen. Aber diesem Unsinn mache ich bald ein Ende. Er war schon tot, bevor Sie ankamen. Wie konnte das passieren? Hat ihn etwas aufgeregt oder hast du ihn irgendwie erschreckt? Hey, für wen hältst du mich? Entschuldige bitte, aber das ist einfach alles zu viel für mich. Alles, was ich anfasse, scheint irgendwie schief zu gehen. Vielleicht solltest du besser nach Hause fliegen, mir gefällt das alles hier nicht. Es war einfach nur Schicksal, Max, sonst nichts. Menschen sterben nun einmal. Daran kannst auch du nichts ändern. Finde dich damit ab und vergiss es. Aber manchmal kann man ein Unglück auch verhindern, wenn man kein Feigling ist. Ach, darauf läuft es also wieder hinaus. Dieselbe alte Leier. Du hättest ertrinken können. Manchmal kommt die Hilfe noch rechtzeitig und manchmal eben nicht. Jetzt warte mal, André. Wovon redest du da? Damals am See habe ich nicht auf Hilfe gewartet. Ich habe dich ganz allein gerettet. Lass dich nicht so sehr entmutigen, Max. Du warst wirklich sehr tapfer. Es ist nicht wichtig, dass nicht du deinen Bruder aus dem Wasser gezogen hast. Das Wichtigste ist, dass du nicht den Kopf verloren hast und zum Dorf gerannt bist, um Hilfe zu holen. Ich bin ein wenig durcheinander. Vielleicht muss ich mich ein wenig ausruhen. Daran ist nur dieser verdammte Fall schuld. Dann geh doch zurück zu Laras Tante. Ruh dich zuerst ein bisschen aus und dann holst du die Notizen vom Bibliothekar eben später. Interessiert es dich denn nicht, was der Bibliothekar herausgefunden hat? Nein, ich gehe auf jeden Fall zurück. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten. Warte hier nur einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Wie du meinst. Ja, also das Gebiet kann ja nicht sehr groß sein, weil er hier gestorben ist. Wow, das ist doch mal ein Stuhl. So, hier gibt es sonst nichts außer Studienzimmer oder Studiezimmer. Buchkatalog. Ja. Die rechte Seite der Bücher. Die linke Seite der Bücherwand. Einige Werke sind wirklich sehr interessant, andere dagegen sind einfach nur uralter Müll. Unter anderen Umständen könnte ich hier ganze Tage zubringen. Aber leider habe ich gerade andere Dinge. Unter anderen Umständen könnte... Was hat er herausgefunden? Ach da, jetzt kann man eine Notiz nehmen. Bevor er starb, hat er noch... Mal sehen, was der Bibliothekar herausgefunden hat. Hoffentlich hat er ein paar Antworten gefunden. Hm, was könnte das nur sein? Der Anfang eines Wortes? Welchem? Wo könnte ich da wohl nachsehen? Bei Diaz vielleicht. Ja, da finde ich bestimmt etwas. Mem, Waft, Haf? Ja, Mavet. Das könnte es sein. Nein. Cap Grave. 15. Jahrhundert? Wo könnte ich da wohl noch mehr Einzelheiten finden? Cap Grave kann doch nicht die einzige Quelle dafür sein. Wie ist es möglich, dass so etwas in keinem anderen Buch erwähnt wird? Tätowierte Mönche, die den Tod anbeten. Und dazu soll es nur einen einzigen Beleg geben. Wikipedia. Das hier ist die genaue Liste der Dinge, die man vermeiden muss, wenn man einen guten Tod sterben will. Da steht wörtlich... Du bist nur einer unter vielen. Darum teile mit deinem Bruder Hoffnung und Entschlossenheit, Glaube und Bestimmung. Heute, morgen und für alle Ewigkeit. So wirst du Erlösung finden. Was? Wo ist denn André hin? Er hätte doch hier auf mich warten sollen. Aber vielleicht ist er ja jetzt endlich doch nach Frankreich zurück. Zeit, Ostankovich aufzusuchen und mit ihm über das zu reden, was der Bibliothekar da Unglaubliches herausgefunden hat. Okay, dann... Dann gehen wir mal zu Ostankovich. Ja, Mikros an. Ja, ab und zu schalte ich mal ein bisschen aus. Zeilentrag Miliz. Auf geht's zur Miliz bei Ostankovich. Ja, Durand, brauchen Sie irgendetwas? Ostankovich ist ein Geist aus meiner Vergangenheit. Dank der Akte, die er über mich hat, muss ich seiner Abteilung von Zeit zu Zeit aushelfen. Natürlich ganz inoffiziell. Was haben Sie für mich? Es scheint, als seien die Kerle, die das Gemälde ausgetauscht haben, aus einem Kloster in Finnland. Und was sollten finnische Mönche wohl mit gestohlenen Gemälden anfangen? Genau das werden wir herausfinden, sobald wir dort sind. Ich will meine Papiere zurück. Sie wurden mir weggenommen, als ich im Krankenhaus lag. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, ich gebe Ihnen Ihren Pass zurück, damit Sie irgendwo in Finnland verschwinden. Aber wenn ich nicht dahin fliege, dann kommen wir in der Sache nicht weiter. Aus einem ganz einfachen Grund. Hier sind Sie für mich wertvoller. Zumindest solange Sie sich auf der richtigen Spur befinden und sich nicht von irgendwelchen blödsinnigen Märchen ablenken lassen. Sie kriegen Ihren Pass nicht zurück und damit Schluss. Jetzt seien Sie doch einfach ehrlich. Ich habe Ihnen mehrere Beweise vorgelegt, die Sie alle übergehen, nur weil Sie Angst davor haben, was andere dazu sagen würden. Die Presse, der Innenminister und der Präsident. Und jetzt wollen Sie einen unschuldigen Mann dafür verhaften. Nein, da mache ich nicht mit.